Wir fangen heute wieder an mit unseren digitalen Sportstunden. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid weiter fleißig dabei. Was wir heute brauchen, ist ein Ball. Ein Fußball, ein Basketball, kann auch ein kleinerer Ball sein. Das ist euch überlassen. Ihr braucht ein T-Shirt, ich habe jetzt hier ein Leibchen, oder ein Handtuch. Das ist auch egal, Hauptsache es ist Stoff. Und was wir beim Sport natürlich brauchen, ist was zu trinken, damit wir auch in den Pausen zusammen trinken können. Wenn ihr bisher noch nicht sportlich angezogen seid, heißt kurze Hose, lockeres Shirt, Sportschuhe, macht das jetzt kurz, drückt auf Pause, zieht euch um und dann seid bereit, dass wir anfangen können. Zum Aufwärmen habe ich euch heute 3 Würfel mitgebracht. Den einen kennt ihr vielleicht schon von Julius, den hat er mal benutzt. Hier stehen auf dem einen Übungen drauf, hier auch. Und bei diesem Würfel gibt es entweder Sekunden oder Wiederholungen. Würfel erst einmal die Aufgabe, die Übung, und dann, ob wir das je nach Wiederholung oder mit Sekunden machen. Wir fangen an mit dem kleinen Würfel. Mal gucken, was unsere erste Aufwärmaufgabe ist. Wir beginnen mit Arme kreisen. Wie oft machen wir das? 15 Sekunden. Heißt, wir kreisen 15 Sekunden den rechten Arm und 15 Sekunden den linken Arm. Okay, los geht's. Und Arm wechseln. Das gleiche machen wir jetzt rückwärts. Rechten Arm schön rückwärts kreisen, bisschen auf der Stelle tippeln oder laufen. Und den linken Arm. So, unsere nächste Aufgabe ist hüpfen auf einem Bein. Ja, fangen gleich wieder mit rechts an. Gucken, wie oft wir das machen müssen. 20 Sekunden. Also, wir können mit rechts anfangen, mit links anfangen. Ich fange mit rechts an und dann wechseln wir gleich das Bein. Und los geht's. Alles klar. Die nächste Aufgabe. Seid gespannt. Hüpfen auf einem Bein. Das hatten wir schon. Dann würfeln wir nochmal. Die allseits bekannten Hampelmänner. Wie viel machen wir davon? Oder wie lange machen wir das? Ah, heute müssen wir weg. 10 Sekunden. Ah, das verdoppeln wir, weil 10 Sekunden ist hier kurz. Wir machen wieder 20 Sekunden Hampelmänner. Und los geht's. Zwei, eins und fertig. Nehmen wir mal den großen Würfel dazu, damit wir mal ein bisschen Variation in den Würfeln haben. Ist der Hauptverlauf. Also im Hauptverlauf machen wir einen Kniehebellauf. Wir können ja schlecht in unserem Raum hier einen Hauptverlauf machen. Wie lange machen wir das? 10 Wiederholungen. Heißt, wir machen 10 mal das Bein hoch und 10 mal das andere Bein, dass wir insgesamt 20 Hauptverlauf, also Kniehebelläufe haben. Und los.
Alles klar. Also noch zwei, drei Übungen. Oh, der rollt aber weit weg. Wir hatten gerade schon das einbeinige Hüpfen. Jetzt haben wir das beidbeinige Hüpfen. Gucken wieder, wie lange wir es machen müssen. 20 Sekunden. Also ganz entspannt mit beiden Beinen 20 Sekunden. Bereit? Und los. Noch 10 Sekunden, jetzt haben wir. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Einmal hüpfen wir noch. Den Seitstellschritt. Den müssen wir jetzt nicht wie obwärts machen. Wir machen das so durch unseren Raum durch. Wir machen immer einen langen Schritt und gehen dem Schritt hinterher. Ja, wir gehen zweimal in die Richtung. Wir fangen ganz links an und dann gehen wir wieder zurück. Und los. Schön runter, schön ausstrecken. Ja, wieder zurück. Und nochmal hin. Und noch einmal zurück. So, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt auf die Knie, also auf alle Viere. Und strecken immer, wenn wir den linken Arm ausstrecken, strecken wir das rechte Bein aus und führen es dann wieder zusammen. Das Ganze machen wir mal fünfmal. Dann wechseln wir die Seite. Guckt, dass ihr genug Platz vorne von der Wand habt, dass ihr euer Bein schon ausstrecken könnt. Und dann geht's los. Wichtig dabei, das Bein nicht absetzen, immer nach hinten durchstrecken und Seiten wechseln. Jetzt rechten Arm ausstrecken und das linke Knie. Wir wechseln nochmal die Seite, wieder den linken Arm ausstrecken und das rechte Knie. Gleichzeitig auch nochmal so. Gleiches Bein ausstrecken und linken Arm. Wechseln wir die Seite. Jetzt das linke Knie ausstrecken und den rechten Arm. So, ich denke mal, jetzt sind wir warm genug. Können wir die erste Trinkpause machen. Wenn ihr noch nichts habt, holt euch schnell ein Glas, eine Flasche. Das Beste ist natürlich Wasser. Und dann trinken wir kurz einen Schluck und kommen ein bisschen runter. Wenn wir uns jetzt wieder erfrischt haben, wieder bei Kräften sind, nehmen wir unseren Ball zur Hand. Die erste Aufgabe, wir heben unser Bein hoch und geben den Ball ums Schienbein. Das Ganze machen wir 20 Mal um jedes Knie und dann wechseln wir wieder die Seite. Bereit? Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und wir wechseln das Bein. Ist das schwierig, müsst ihr konzentrieren, dass ihr nicht umkippt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hälfte haben wir. 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. Und gut. Sehr gut. Das nächste, was wir machen, wir heben wieder das Bein an. Jetzt geben wir uns den Ball um den Oberschenkel. Ja. Wieder 20 Mal. Wieder in seinem Tempo. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ihr mal umkippt, ist das gar nicht schlimm. Einfach wieder hinstellen und weitermachen. Ja, 10 haben wir jetzt. 12, 14, 15, 16, 17, 18. Und wie ihr seht, auch ich habe manchmal Probleme mit dem Gleichgewicht. Das passiert, das ist überhaupt nicht schlimm. Linkes Bein, linker Oberschenkel, wieder 20 Mal den Ball rum. 1, 2, 3, 4, 5, ja, mal absetzen. Sucht euch einen Punkt auf dem Boden oder an der Wand, wo ihr hinguckt, den fixiert ihr, dann könnt ihr auch nicht so leicht sein. Ja, den haben wir. 12, 13, 14, 15, 4, 3, noch 2, nochmal absetzen. Und gut. Das nächste, was wir machen, ist ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter. Solltet ihr aber auch hinbekommen. Macht es langsam. Wenn ihr Fehler macht, ist es überhaupt nicht schlimm. Dafür sind wir hier, um was zu üben, um was zu lernen. Und es klappt ja nicht alles beim ersten Mal. Wir heben wieder unser Bein hoch, geben den Bein einmal um das Bein und jetzt geben wir den Ball ums andere Bein. Ja, wir geben uns quasi 8 um den Oberschenkel. Wir machen 20 Stück davon, dann gehen wir zur nächsten Übung rüber. Alles klar, und los geht's. Eine haben wir. 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, Hälfte, 12. Wenn man einmal drin ist, läuft, dann ist auch gar nicht so schwierig. 15, 16, 17, hier passieren auch wieder, 18, 19 und 20. Gut. Wir legen unseren Ball zur Seite, holen uns unser Tuch, Shirt, was ihr euch ausgesucht habt. Ich habe jetzt ein Handtuch genommen, das ist euch ja überlassen. Wir gehen ganz einfach, ganz locker, haben wir schon so ähnlich in der letzten Stunde bei mir gemacht. Wir werfen es einfach hoch, gucken wie es fliegt, fangen es wieder auf, weil alles fliegt anders, fliegt ja nicht so wie ein Ball. Wer will, kann es auch ein bisschen ausfalten, hochwerfen. Dann fliegt es ein bisschen langsamer, kann es aber auch zusammenknüllen, hochwerfen, dann kommt es schneller wieder runter. Und jetzt jeder macht für sich ein bisschen, gucken, wie es ihm am besten liegt, ob man zusammenknüllt und hochwirft und wieder fängt, oder ob man es ausfaltet und hochfängt, dann kommt es natürlich auch groß wieder zurück. Ja, dann machen wir jetzt noch ein paar Sekunden, dann wird man ein bisschen an das Tuch, an das Shirt gewöhnt, wenn es zu einer etwas schwierigeren Aufgabe kommt. So. Die Aufgabe ist nämlich, wir werfen das Tuch oder das Shirt hoch und versuchen es mit dem Rücken wieder aufzufangen. Ist nicht leicht, muss man gucken, wo das runterkommt, sich ungefähr dahinstellen. Dann leichter ist es jetzt, wenn man es ein bisschen ausfaltet. Werfen wir es mal hoch und fangen es mit dem Rücken auf. Ja. Gucken, Raum orientieren, so wichtig beim Basketball. Das klappt nicht immer, manchmal muss man auch ein bisschen weiter runter gehen. Kann es euch nochmal so zeigen. Ja, manchmal fliegt es zu weit, das ist überhaupt nicht schlimm. Gut, das könnt ihr noch weiter üben, wie ihr wollt. Könnt ihr es beim nächsten Mal bestimmt besser. Nächste, was wir jetzt machen, wir legen uns hin oder wer sich nicht hinlegen möchte, kann auch einfach in die Hocke gehen.
Wir werfen das Buch hoch, gehen hoch und fangen es dann wieder auf. Wir können es einfach nur so hinsetzen oder auf die Knie, das ist euch überlassen. Ja, wir werfen das Buch hoch, versuchen schnell hochzukommen und es wieder aufzufangen, bevor es auf den Boden ist. Halt euch auf die Knie, hochwerfen, aufstehen und aufwachen. Genau, im Schneidersitz, das ist immer ein bisschen komplizierter, da wieder rauszukommen. Schnell wieder hoch. Ah, jetzt habe ich es natürlich nicht gefangen. Da könnt ihr auch gucken, wie euch das am besten ist. Liegt in die Hocke, hochwerfen, hochgehen. Ja, gibt verschiedene Sachen. Kannst auch aus dem Liegen probieren, da musst du natürlich schnell wieder hochkommen und es auffangen. Ich kann auch mal ein T-Shirt nehmen, nicht unbedingt ein Handtuch, das fliegt vielleicht ein bisschen schneller wieder. Ja, runtergehen und schnell wieder auf. Versuchen wir es nochmal. Sitzen, hochwerfen, aufstehen und aufwachen. Knie gehen und aufwachen. Sehen Sie, was wir jetzt machen? Wir werfen es hoch. Drehen uns einmal um uns selber, versuchen es dann wieder an gleicher Stelle aufzufangen. Ja. Drehen und aufpacken. Damit wir keinen Drehwurm bekommen, werfen es hoch, drehen uns und fangen es dann wieder auf. Pass auf, dass ihr nicht gegen eure Lampe oder was ihr auch immer an der Decke habt, werft, dass nichts kaputt geht. Hochwerfen, drehen und versuchen aufzufangen. Ja. Wenn das so langweilig ist, ihr kann auch kurz vorm Aufpacken nochmal die Hand mit dem den Boden mit der Hand berühren. Da gibt es ganz verschiedene Variationen. Das könnt ihr auch immer zu Hause machen. Ganz einfach Orientierungs-, Bewegungs-, Rotationsaufgaben, die gute Koordination auch benötigen. Wir machen das noch ein paar Sekunden. Wieder drehen. Einmal noch und das war's. Was wir jetzt brauchen, das habe ich vorher vergessen zu sagen, wir brauchen nicht nur einen Ball, sondern wir brauchen nur noch einen zweiten Ball. Ja, habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht geholt. Jetzt könnt ihr kurz auf Pause drücken, den Ball holen, gar kein Problem, mein Spieler, tut mir leid. Und wir legen den einen Ball erstmal weg, das brauchen wir gleich. Wir werfen ihn mit rechts hoch und fangen ihn mit links wieder auf. Ja, passt auf mit eurer Decke, nicht ganz so hoch werfen oder geht dahin, wo ihr ein bisschen höheren Raum habt, wo nichts kaputt geht und einfach wieder auffangen. Am besten mit gestreckten Armen, ganz einfach rüberwerfen oder gerade hochwerfen, kurz zur Seite gehen, Ball wieder fangen. Gerade hochwerfen, kurz zur Seite, das können wir mal in die andere Richtung machen, damit wir ein bisschen Bewegung drin haben. Ja, Ball hochwerfen, Side-Steps, hochwerfen, zurück. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen nach vorne gehen und wieder nach hinten. Es gibt überall ganz viele Variationsmöglichkeiten. Gut. Als nächstes, das haben wir gerade mit dem Tuch gemacht, wir werfen den Ball hoch, drehen uns ganz schnell und fangen ihn wieder auf. Ja, also drehen. Kann den Ball ja auch mit dem Auge behalten, damit ihr wisst, wo der ungefähr runterkommt. Und dann wieder aufmachen. Auch hier wieder, dass wir es in beide Richtungen drehen, damit es nicht schwindelig wird. Einmal noch. Ah, das war ein bisschen langsam gedreht. Nächstes, was wir machen, wir werfen den Ball hoch, gehen wieder runter in die Hocke, in eine Liegeposition, im normalen Sitzposition, Schneidersitz, wie ihr wollt. Ich versuche es erstmal auf den Knien und wir versuchen dann, den Ball wieder aufzufangen.
Ja, also den Ball wieder hochzuwerfen, hochzukommen, auffangen, wieder hochwerfen, runter, auffangen, hochwerfen. Ja, auf den Knien ist relativ einfach. Wenn ihr das auf der Hocke macht, noch ein bisschen einfacher. Hochwerfen in die Hocke, wirklich die das noch nicht so gut können, ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, ihr habt Spaß. Das auch mal komplett hinsetzen, auffangen, hochwerfen, hochdrücken. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Fehler passieren, gar nicht schlimm. Immer weitermachen. Wer es noch schwieriger haben möchte, der kann sich einen Ball nehmen, draußen gehen, wenn das Wetter gut ist. Ist jetzt gerade nicht der Fall bei mir, aber je nachdem, wann ihr schaut, kann das Wetter ja wieder besser sein. Wirft den Ball hoch, dreht euch, setzt euch hin und fangt ihn dann. Auch da könnt ihr die Übung quasi vermischen. So, jetzt brauchen wir unseren zweiten Ball. Wir versuchen nämlich den Ball hochzuwerfen und in der Luft zu tauschen. Wenn wir beide nicht auffangen, ist nicht schlimm. Hochwerfen und quasi in der Luft tauschen. Ah! Über Kreuz hochwerfen. Muss nicht hoch sein. Einfach versuchen, die Bälle über Kreuz zu tauschen in der Luft. Gucken, ob ihr 3 oder 5 Mal am Stück schafft. Könnt ihr euch ja selber eine Aufgabe geben. Oder wenn ihr Geschwister oder mit euren Eltern das mal ausprobiert, wer sich mehr Bälle quasi in der Luft wechseln kann, ohne sie fallen zu lassen. Versuchen wir mal gerade hochzuwerfen. Wenn ihr einen guten Rhythmus drin habt, dann fällt euch der Ball nicht so oft runter wie bei mir. Das ist aber alles Übungssache. Ihr könnt auch den einen Ball einfach erstmal übergeben, gar nicht hochwerfen. So können wir uns Schritt für Schritt der eigentlichen Aufgabe mal nähern. Vereinfacht euch das. Und wir gehen jetzt wieder in die nächste Trinkpause. Unser Hauptfeld ist vorbei. Wir kommen gleich noch zum Cooldown, zum Runterkommen. Dann haben wir noch ein kleines Apfelspielchen für euch vorbereitet. Dann trinkt erstmal was und sehen wir uns gleich wieder. So, unser Cooldown zur Entspannung. Wir kennen ja alle den Spinnengang. Wir brauchen wieder unseren Ball. Ja, den Ball legen wir hier auf unseren Bauch, unsere Hüfte ab und gehen im Spinnengang durch unser Zimmer. Oder den Raum oder wo ihr auch immer seid. Ja, also schönen Spinnengang. Den Ball versuchen zu balancieren, dass er nicht runterfällt. Und so gehen wir einfach immer durch den Raum. Ja, wenn er mal runterrollt, dann legt ihn einfach wieder zurück. Immer probieren, dass er nicht runterfällt. Könnt ihr auch mal zählen, wie lange geht. Vorwärts gehen. Dann einmal im Kreis drehen. Das Schaf kann auch mal nach oben gucken, kann nicht mal auf den Ball. Oder mal seitlich. Wer will, kann auch schneller das probieren. Einfach ein bisschen zum Runterkommen, zum Lockern. Tut ein bisschen aus. Aber die Beine und die Arme ganz schön beansprucht heute. So, und das nächste legen wir uns auf den Boden. Zeigen wir uns wieder seitlich. Wir klemmen den Ball ein. Und wir wippen quasi. Ja. Wer will, kann den Ball auch einfach zwischen die Füße einklemmen. Das ist ein bisschen
schwieriger. Oder nur zwischen die Kniescheiben. Ganz locker einklemmen. Und immer wippen. Dann soll man nach rechts kippen. Mal nach links umfallen. Kann aber nach vorne gehen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Wie bereits angekündigt, haben wir uns ja auch ein Abschlussspiel überlegt. Dafür braucht ihr jetzt gleich euren zweiten Partner. Wenn ihr das mit einem Freund macht, wäre natürlich eine Maske ganz gut, wenn ihr im Raum seid. Wenn ihr das mit der Familie macht, braucht ihr die vermutlich nicht. Wir setzen sie auf. Ich habe euch den Julius dazu geholt. Was ihr braucht jetzt jeder gleich ein Tuch. Und das steckt ihr euch hinten so ein bisschen in die Hose rein. Nicht, dass es komplett versteckt ist. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Schule, dass man da mal drankommt. Zum Mehreren macht das natürlich mehr Spaß. Ist ja momentan leider nicht erlaubt. Aber man kann die Spiele auch mal umwandeln. Ich versuche jetzt immer dem Julius sein T-Shirt zu klauen. Geht ein bisschen in die Hocke, dann seid ihr beweglicher. Und er versucht mir das T-Shirt zu klauen. Ihr könnt das so lang spielen, wie ihr wollt, bis einer 10 Punkte hat. Oder bis ihr keine Lust mehr habt. Das könnt ihr dann machen. Wir spielen, bis einer 2-3 Punkte hat. 3. Und ihr könnt das weiterspielen. Okay, los geht's. Ah, haben wir beide einen Punkt. Das ging schnell. Ja, man muss den Spagat schaffen, zwischen seinem Shirt zu verteidigen quasi und auch selber zu klauen. Julius hat jetzt 2 Punkte, er braucht nur noch einen. Gucken, wann er schafft. Wieder reinstecken und weiter geht's. Ah, gut, Julius hat das dritte Mal gewonnen, hat 3 Punkte, hat das Spiel gewonnen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, wieder. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Ciao.